Hallo! Hast du dich eigentlich schon einmal gefragt, warum der Kuchen beim Backen aufgeht und so schön locker wird? Vielleicht hast du schon selbst einmal einen Kuchen gebacken oder hast dabei zugesehen. Wichtige Zutaten sind Mehl, Eier und Zucker. Damit der Kuchen aber auch aufgeht, benötigst du Backpulver. Welche Reaktion genau dafür verantwortlich ist und was Backpulver eigentlich mit Brausepulver zu tun hat, wollen wir uns jetzt anschauen. Sehen wir uns also zunächst einmal an, was in Back- und Brausepulver enthalten ist. Die Verbindung, die bei beiden Verbindungen enthalten ist, ist Natriumhydrogencarbonat. Dieses Salz ist für die chemischen Reaktionen im Backpulver und im Brausepulver verantwortlich. Was genau vor sich geht, wollen wir uns jetzt genauer an. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.